Willkommen zum aktuellen CSGO-Podcast. Heute geht es um das Up- und Downranken in CSGO. Also wie das Ganze funktioniert, worauf man so achten soll und wie es zum Beispiel auch sein kann, dass jemand, der gerade einen Lose eingefahren hat, einen Uprank bekommt oder jemand, der gerade einen Win eingefahren hat, einen Downrank bekommt. Die ganze Sache ist eigentlich alles in allem gar nicht so extrem schwer. Viele machen da immer so ein riesiges Mysterium draus und man könnte gar nicht wissen und hin und her und lirum larum, aber an und für sich gibt es schon diverse Eckpunkte oder Eckpfeiler, auf die man achten muss. Zuallererst ist es wichtig, wie man im Moment gerade dasteht, also wie die vergangenen Spiele waren, wie die Vergangenheit so ausgefallen ist. Das heißt, wenn man kurz vor einem Up- oder Downrank steht, ist es natürlich kein Wunder, wenn man dann eben Up- oder Downrankt, weil man halt kurz davor stand, also schlicht und einfach. Dieser Fakt wird von einigen leider schon sehr oft vergessen, beziehungsweise ist gar nicht so richtig im Kopf drin und alleine dadurch können schon unerwartete Dinge geschehen, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat, aber eigentlich hätte rechnen sollen. Die drei wichtigsten Dinge, auf die man bei dieser ganzen Chose achten kann, also bei dem Up- und Downranken, sind einmal deine eigenen Punkte und MVPs, die du ja spielst in den Spielen, dann ob es ein Lose oder ein Win ist und wie du mit deinem Team und wie das Gegnerteam eingerankt ist. Also wenn die Teams vollzählig sind und das Spiel richtig startet, dann weiß das Spiel natürlich schon, welche Ranks ihr alle habt. Ihr selbst seht es ja erst am Schluss des Spiels, aber genau darauf muss man achten. Denn dieser Fakt, also wie gut ihr gerankt seid und wie gut das Gegnerteam gerankt ist, entscheidet später, wie hart eure Punkte und MVPs überhaupt in euren Rank reinzählen. Dazu ein kleines überspitztes Beispiel. Und zwar spielt ein Silber 1 Team gegen ein Global Team. Das Spiel, also CSGO, sagt sich direkt am Anfang, okay, das eine Team ist Global, die anderen sind Silber. Das heißt, das Global Team wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Das ist das starke Team und das Silber Team wird wahrscheinlich verlieren. Das ist das schwache Team. Wenn das Global Team jetzt wirklich dieses Spiel verlieren sollte, dann bekommen sie diesen Lose extrem hart angerechnet. Weil sie eigentlich gar nicht hätten verlieren können. Und die Silber bekommen genau im Gegenteil das Spiel sehr gut angerechnet. Dadurch und durch diese Vorgeschichte, die ihr habt, also ob ihr gerade kurz vor einem Up- oder Downrank steht, und durch die Punkte und MVPs, die ihr erspielt habt, wird dann der Rank, also euer Uprank oder Downrank, bestimmt. Das heißt, die ganze Sache kann zum Beispiel auch so unglücklich aussehen, dass ihr diverse Spiele gewinnt, also sagen wir mal 5 Spiele gewinnt oder 6, und dann nur 2 Loses einfahrt, aber dann direkt gedownrankt werdet. Und das ist wirklich überhaupt gar nicht unrealistisch. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr seid Doppel-AK. Ihr habt ein paar schlechte Runden gehabt und steht kurz vorm Downrank, ihr bekommt also schlechtere Gegner zugeschustert. Ihr spielt jetzt also die ganze Zeit gegen irgendwelche Goldleute. Ihr habt Glück und euer Team reist ganz gut und ihr gewinnt jedes Mal. Habt aber eine schlechte Eigenleistung, fast keine Punkte, fast keine MVPs. Das heißt, dass ihr nach wie vor noch kurz vor dem Downrank steht. Ihr verändert euch da nicht wirklich, weil ihr keine Leistung zeigt, ihr werdet nicht besser. Es reicht dann also, dass noch ein oder zwei weitere Spiele kommen in diesem Low-Elo-Bereich, also gegen Low-Gegner, die ihr verliert. Und dann ist der Downrank wirklich da, auch wenn ihr 5 Spiele davor gewonnen habt. Das ist also vollkommen machbar, dass man einige Spiele gewinnt und dann eins verliert und dann ist man weg vom Fenster. Und andersrum funktioniert das natürlich genauso. Ihr könnt bei dem Lose auch upranken. Ich denke, jetzt muss ich jetzt nicht nochmal extra erklären, was da und wie und warum. Dadurch ist auch erklärt, wie man ungefähr erkennen kann, wo man gerade steht. Also gerade in der Zeit, als Wollen und ich richtig geschwitzt haben, um auf die Zahlen zu kommen, damit ich overwatchen kann oder eben, um, keine Ahnung, auf einen gewissen Rank zu schwitzen, da hat man immer wieder gemerkt, man ist kurz vorm Uprank, man bekommt stärkere Gegner. Man bekommt meistens die Gegner, die 1 über einem gerankt sind oder vielleicht sogar 2, manchmal 3 über dir selbst gerankt sind. Dann steht man kurz davor, hoch zu ranken. Sobald man hochgerankt ist, steht man recht stabil auf dem Rank drauf, auf dem aktuellen. Man ist zwar näher am Downrank, aber nicht kurz davor. Man bekommt bei solchen Spielen also eher dann Leute, die gleich gut sind wie man selbst. Also der Rank gleicht sich. Man hält sich auf diesem Rang. Wenn man Richtung Downrank geht, dann wird es wieder schlechter. Und die Downrank-Games, wo das Spiel dir sagen möchte, so, jetzt musst du aber echt reinhauen oder du verkackst, sind dann meistens gegen Leute, die eben ein oder zwei Ränge unter dir sind. Das ist schon mal so ein kleiner Indikator dafür, ob man kurz vor einem Up- oder Downrank steht. Das ist aber auch nicht immer genau so. Es geht meistens in die Richtung. Aber am besten ist es natürlich, wenn man einfach seine Historie so ein bisschen im Kopf hat, die letzten 5 Spiele meinetwegen, man weiß, wie man gespielt hat und so weiter, wie die Gegner gerankt waren, wie man selbst gerankt war. Und dann passt es auch. Da kann man das doch ganz gut von alleine einschätzen, wie man gerade steht. An und für sich war es das bereits. Ihr müsst also in Zukunft überhaupt nicht mehr überrascht sein, wenn ihr auf einmal einen Up- oder Downrank bekommt, weil ihr schon ungefähr damit rechnen könnt. Ich sag's hier nochmal, die drei wichtigsten Dinge sind die Historie, was ist geschehen, wie steht ihr wohl ungefähr, dann wie sind die Gegner in eurem aktuellen Spiel gerankt im Vergleich zu eurem Team und natürlich wie ihr gespielt habt, Punkte und MVP-technisch. Einfach nur Wins bringen euch nichts. Einfach nur gut spielen bringt euch auch nichts. Und einfach nur gegen ein hohes anderes Gegnerteam spielen bringt euch auch nichts. Es ist genau der Mischmasch aus allem. Es ist genau der Mischmasch aus allem, der euch up- oder downranken lässt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, letztens kam die Frage, bringt es einem Silberspieler was, wenn er dann in so einem High-Rank-Game mitspielt, hat er dann mehr Punkte und hin und her im Pipapo? Wenn das andere Team, das Gegnerteam, also deutlich höher gerankt ist, dann schon. Es gab aber auch schon die Fälle, in denen CSGO wirklich das perfekte Gegnerteam findet. Also wo auch ein Global, ein Supreme, ein Gold, noch ein Gold und ein Silber dabei ist. Und man hat in seinem eigenen Team genau dasselbe.
dann ist dieser gesamte Vorteil nicht mehr vorhanden, weil das Spiel gleich ist. Das Spiel schaut sich beide Teams an und sagt sich, ja, die sind ja genau gleich. Es gibt keinen Gewinner oder Verlierer, somit gibt es diesen extremen Vorteil dann nicht mehr. Man hat maximal dieses Plus, dass die etwas loweren Spieler jetzt ja auch mit höher gerankten Spielern spielen und auch gegen höher gerankte Gegner, also gegen manche, und dass sie da eben einiges lernen können, möglicherweise. CSGO schafft es natürlich nicht immer, zum Glück, einem das perfekte Gegnerteam zu geben. Es gibt oft genug Spiele, wo das gesamte Gegnerteam ungefähr 2 oder 3 Ränge über einem selbst ist, und das sind meistens die Spiele, die am meisten Spaß machen, weil du halt auch weißt, hey, ich spiele jetzt hier gegen höhere Gegner, das ist schon mal gut für meinen Win, wenn wir da ordentlich reinkloppen und ich auch noch ordentlich Punkte mache, dann sieht das richtig, richtig gut aus und ich lerne dabei auch noch was. Weil wenn man immer nur gegen Schwächere spielt, das ist logisch, dann kommt nichts bei rum. Und wenn man immer nur gegen die eigenen spielt, dann bleibt man auch so ein bisschen stehen. Man muss schon, und das macht das Spiel zum Glück ja auch meistens von alleine, die höheren ab und an abbekommen und mal gucken, reinfühlen, wie das so ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen kann ich euch auch immer nur empfehlen, spielt auch öfter mal mit euren Leuten, die höher gerankt sind. Guckt, dass ihr gegen Gegner spielt, die richtig krass reinkloppen, damit ihr einfach merkt und spürt, wie es da so abgeht. Ja, das war's eigentlich soweit. Das Thema ist recht kurz. Wer hätte das gedacht? Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du gerne mehr hören willst, dann gibt's hier am Ende die Playlist. Die ist hier irgendwo verlinkt. Oben rechts ist so ein kleines i. Und sie müsste jetzt auch einfach komplett eingeblendet sein. Und zwar unten rechts, über dem Video selbst. Wenn du bei den Livestreams dabei sein willst und vor allem unser aktuelles Ziel der Twitch-Partnerschaft unterstützen möchtest, dann kannst du jeden Dienstag und Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab ungefähr 22 Uhr am Stissel sein. Der Link zu meinem Twitch-Account steht in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!